Hallo und herzlich willkommen, Leute. Ich wollte euch heute mal meine Feuerzeuge zeigen. Und wir fangen direkt mal hier mit diesen hier an. Das sind die, die es im Moment für 2,99 beim Netto gibt. Habe ich sofort mal einige geholt. Das hier. Und ja, unten wieder nachfüllen. Flamme einstellen. Hier vorne kann man die Flamme feststellen. Hier oben ist noch so ein Sicherungsteil. Und wenn es jetzt mal scharf wird. Also die Flamme ist eigentlich ganz gut, zündet auch ziemlich zuverlässig. Und ja, dann hätten wir noch zum Beispiel das hier. Das kann ich euch jedenfalls nicht empfehlen. Die Verpackung sieht zwar sehr, sehr gut aus, aber ich glaube, nach 5 Böllern ging das Ding einfach nicht mehr an. Da kommt noch. Also das zündet fast gar nicht mehr. Und ja, das hat, glaube ich, 7 € gekostet und dafür war es echt Schrott. So, ja, dann diese beiden. Die waren, glaube ich, irgendwann mal aus dem Aldi, aber das ist schon einige Jahre her. Ja, das sind auch solche Gasbrenner, die aber auch nicht mehr wirklich funktionieren. Kommt auch nur noch so ein bisschen Flamme raus. Die sind halt auch ziemlich zu. Naja, also auch nicht so besonders gut. Dann, ja, hier mein absoluter Favorit. Den gibt es bei Konrad für 4,99, glaube ich. Und ja, der zündet einfach immer richtig gut und hat eine super Flamme. Und ja, perfektes Teil. Und dann noch die ganz normalen Feuerzeuge. Hier zwei von Röder. Gut, Flamme ist jetzt klein eingestellt. Mal das hier. Also, die haben Power. Also, wenn es windstill ist, kann man die Dinger auf jeden Fall mal nehmen. Und gut, da ist jetzt, glaube ich, nicht mehr viel Gas drin, aber die zünden halt immer mit dem Funken. Das ist schon besser als hier diese Klick-Feuerzeuge. Und dann hier mal im Vergleich: mein Lieblingsbrenner gegen den neuen. Also, erst hier den. Also der hat schon eine deutlich stärkere Flamme. Aber wir testen die ganzen Feuerzeuge jetzt einfach mal hier an Mini-Knallern und dann gucken wir mal, welches das Beste ist. Wir starten jetzt mal mit dem Röder-Feuerzeug. Und als nächstes hier das mit diesem Zündfunken. So, da sich jetzt die beiden normalen Feuerzeuge ganz gut geschlagen haben, machen wir jetzt mal mit den Gasbrennern weiter und erst diese hier. Und ich glaube, da kommt nichts. So, und wir machen mal weiter hier mit dem gleichen, nur eine andere Farbe. Ne, ist genauso scheiße. Wir machen jetzt mal mit einem anderen Gasbrenner weiter. Jetzt als nächstes hier dieses überteuerte Teil. Mal gucken, ob es diesmal funktioniert. Da kommt gerade mal so eine kleine Flamme raus, aber auch absolut zu vergessen. Und als nächstes kommt hier dieses Standardteil, was ich eigentlich in fast jedem Video benutze. Eigentlich ziemlich zuverlässig. So, und jetzt zum Schluss von diesem kleinen Feuerzeugtest hier der Gasbrenner vom Netto. 2,99, ich glaube bis Samstag noch in den Läden. Und ja, mal gucken. Ja. Also geht sehr, sehr gut. Also auf jeden Fall Kauftipp für das Ding. Zündet wirklich sehr, sehr gut und zuverlässig und ja, auf jeden Fall kaufen.